Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu Chili Vlog Nummer 10. Ja, wir haben es geschafft, Dekade Nummer 1 und ich bin gespannt, wie viele das noch werden. Und ihr seht das, es hat sich total viel verändert. Ich bin nämlich umgezogen. Ja, Daniel und ich, wir wohnen jetzt zusammen und das ist natürlich total super. Aber hat mich natürlich jetzt auch zeitlich wahnsinnig eingeschränkt. Ich hatte so sehr gehofft, dass ich es doch noch irgendwie schaffe, vor dem Umzug das Umtopfen-Video zu machen. Und naja, es kam dann aus allen möglichen Gründen nicht dazu. Und jetzt ist das halt, man muss sich das geben. Ne? Es ist jetzt heute 22.05., das heißt, über 14 Wochen ist das her, dass wir die Pflanzen gesät haben und das kann nicht gut sein, dass die immer noch in ihren Starttöpfen sind und naja, deswegen muss das jetzt ganz dringend passieren. Wer direkt sehen will, wie es losgeht, hier werde ich das gleich verlinken. Einfach auf den Button klicken und dann kommt ihr direkt zu der Stelle. Für alle anderen, ich möchte im Vorfeld noch ein paar Sachen sagen, habe auch nochmal Fragen an die Experten, will euch zeigen, was ich da jetzt hier für eine Ausrüstung brauche zum Umtopfen und so weiter und so weiter. Würde also sagen, hier geht's, nein, da, auf einer der beiden Seiten, geht's gleich los. Ja, so, also durch Umzug, Zeitmangel, dann über 2,5 Wochen lang kein Internet, gab es jetzt, weil ich will das Projekt ja auch wirklich live halten, deswegen keine große Spanne zwischen Aufnahme und Videos haben. So. Und naja, den Pflanzen, für die war das jetzt alles nicht sehr gut. Eher, wie schon gesagt, 14 Wochen sind sie schon alt und naja, sie sehen nicht so aus. Schocker der Woche für alle Experten jetzt wahrscheinlich gerade. Also, man muss dazu sagen, man sieht das hier in diesen Stellen, da waren mal die Keimblätter dran, die sind inzwischen bei allen Pflanzen abgefallen. Hab aber gelesen, das machen die sowieso irgendwann. Sie leben noch, es geht ihnen, naja, gut, ist vielleicht übertrieben, sie sind auch nicht wirklich so entwickelt. Ich würde sagen, die Nährstoffe sind einfach völlig aufgebraucht in der Erde, da passiert nicht mehr viel. Sie haben sich auch, dieses Aussehen hat sich jetzt schon nicht wirklich stark verändert seit einer längeren Zeit. Und deswegen ist das so dringend nötig. Und ich weiß, ich hätte dieses Video viel früher machen sollen. Jetzt ist es so. Sehen wir dann in dem Projekt auch gleich mal, wie robust die Pflanzen sind und ob die eben auch solche groben Fehler mitmachen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, von den Experten zu hören, was für Auswirkungen das tatsächlich auf das Projekt haben wird. Ja, verschiebt sich einfach nur der Erntezeitpunkt nach hinten, werden sie jetzt definitiv weniger tragen. Ja, schreibt mir einfach mal, was hat das jetzt eigentlich für Auswirkungen, wenn ihr die Pflanze einfach mal so anguckt. Sie waren auch schon mal deutlich dunkelgrüner, sind jetzt sehr hell mit so einem leicht gelblichen Touch. Also es ist dringend Zeit und ich hoffe, wir können sie hochretten. Ja, so viel mal zur Optik der Pflanzen im Moment. Okay, kommen wir zu den Dingen, die ich mir besorgt habe. Das sind zum Beispiel die Töpfe, die neuen, ja. Die sind jetzt immer noch nicht so riesig, das sind 9er-Töpfe, aber in dem Foren-Thread, auf den ich mich hier auch beziehe, das ist vielleicht eine wichtige Information, findet ihr in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr alle Infos nochmal nachlesen, wurde geschrieben von einem User namens Harald. Ich fand das sehr hilfreich und informativ und das sind die Sachen, nach denen ich mich jetzt richte. So, und der hat halt geschrieben, dass man fürs erste Umtopfen keine Töpfe nehmen sollte, die größer sind als 10 cm. Deswegen sind das jetzt hier 9er, passende Untersetzer dazu oder Untertöpfe. Dann habe ich hier noch einen Pikierstab, der wird einfach nur zum Lockern der Erde benutzt, damit wir nachher die alten Pflanzen rauskriegen und damit können wir auch hier so ein Loch bohren in die neuen, damit wir dann die Pflanzen schön einsetzen kann in den schon mit Erde vorbereiteten Topf dann, genau. Und Erde, das ist dieser hier. Ich habe mich entschieden für Fruchs Qualitätsblumenerde. Ich war in einem Geschäft und habe so ein bisschen nachgefragt, habe auch nochmal nachgelesen im Forum. Eine sehr wichtige Information war dort immer wieder, also dass man zum einen Blumenerde nehmen kann. Die soll aber auf jeden Fall frei von Schädlingsinsekten sein. Das heißt also nichts Billiges aus dem Baumarkt kaufen, sondern lieber ein bisschen mehr bezahlen und da halt nach einer guten Erde gucken. Ja, dann auch tut man den Pflanzen, kann man einen Gefallen tun, wenn das halt schon so eine vorgedüngte Erde ist. Das heißt also, 6 Wochen lang, nachdem wir jetzt dann die Pflanze in diese Erde gesetzt haben, werde ich auch noch nicht düngen. Danach kommt das dann, aber da wird es dann auch wieder ein Video geben. Genau, das ist im Prinzip schon alles, was ihr braucht. Wie schon gesagt, Töpfe, die groß genug sind, irgendwie ein Hilfsmittel, mit der ihr dann in der Erde rumstochern könnt. Ich habe gelesen, Kugelschreiber tut's zur Not auch und eben hochqualitative Erde frei von Schädlingen.
Genau, so viel zur Ausrüstung. Ja, dann kann es ja eigentlich schon mit der handwerklichen Arbeit losgehen. Machen wir dann gleich drüben im Wohnzimmer. Da habe ich ein bisschen mehr Platz. Dani wird dann auch wieder dabei helfen und der liebe Lupus LP hat mir wieder seinen Camcorder ausgeliehen. Herzlichen Dank schon mal. Und ja, nur noch einmal ganz kurz, weil es schlaucht mich echt, also dass das jetzt so lange gedauert hat. Ne? Bitte, liebe erfahrene Chili-Züchter, sagt mir, was das jetzt für Auswirkungen hat. Und ich hoffe sehr, dass das ein paar andere Leute, die jetzt ebenfalls bei dem Projekt mitmachen, einfach schon mal, obwohl ich es nicht gesagt habe. Ich hoffe, ihr habt euch dann nicht nur an mich gerichtet, jetzt einfach auch schon umgetopft haben. Also, naja, okay, jetzt müssen wir da wirklich ein bisschen gucken, aber das mit dem Umzug und allem da, nicht gut. Zu viel Zeit vergangen. Also, dann geht's jetzt drüben weiter und wie schon gesagt, ich bin gerne bereit, mir einen ordentlichen Rüffel von den Experten einzufangen. Naja, okay. So, herzlich willkommen in unserem Wohnzimmer. Wie schon gesagt, muss jetzt ja nicht hier groß gefilmt werden, aber das ist unser Wohnzimmertisch. Und hier habe ich jetzt schon mal alles präpariert. Und der erste Schritt, den wir machen, wird sein, dass wir diese Töpfe hier, ich kann euch auch gerade gerne nochmal den Größenvergleich zeigen. Das waren die bisherigen, das werden die neuen. Die passen da relativ gut rein. Und genau, die werden wir jetzt erst einmal mit Erde füllen im Voraus. Ich werde die Erde auch gleich gießen. Das stand in dem Thread, den ich vorher erwähnt habe, halt auch drin. Das ist besser, als wenn die Erde schon gleich nass ist, dass man die neuen Pflanzen dann gleich nicht gießt und wieder quasi aus der Erde rausspült. Okay, das ist das Erste. Damit lege ich jetzt los. Dani wird auch noch mal ein bisschen, wir wechseln uns jetzt ab. Viel Spaß beim Zuschauen bei Schritt 1. Perfekt. Und auch mit den nächsten Schritt schon mal geübt. Das wäre dann das Ergebnis. Ihr seht auch gleich hier, wo die Keimblätter dran waren. Also man soll das jetzt so ungefähr bis zu den Keimblättern eingraben. Das passt jetzt hier von der Länge her nicht so ganz. Deswegen lassen wir das jetzt so bis kurz davor. Und genau, der Schritt ist der, dass ihr mit dem Pikierstab oder mit der Rückseite von einem Löffel oder mit einem Kugelschreiber erst einmal vorsichtig die Erde lockert. Das ist der erste Schritt. Also wirklich hier so an der Seite ein bisschen raushebeln, vorsichtig, damit das Ganze halt hier nicht beschädigt wird, das ganze Wurzelsystem. Zieht dann nachher die Pflanze vorsichtig heraus. Ich habe gelesen, man darf auf gar keinen Fall zu fest an den Stiel drücken. Das wäre überhaupt nicht gut, das am Stiel zu machen. Also lieber mit dem Löffel einfach so von unten raushebeln. Dann müssen wir hier zum Beispiel mit dem Pikierstab einfach ungefähr in der Größe des Wurzelbeins danach ein relativ tiefes Loch machen, dass wir halt von der Höhe hinkommen und hier wirklich bis annähernd zu den ehemaligen Keimblättern kommen. Ja,
Das wird jetzt Dani für euch machen. Dieses Mal filme ich. Ja. Dani hat es geschafft. Zeig mal deine Pfoten. Moment. Ja. Hat sich gelohnt. Hier stehen jetzt unsere Pflanzen. Und ja, ich hoffe, das war jetzt alles so halbwegs korrekt. Die Erde war jetzt in diesen kleinen Töpfen doch sehr, sehr fest. Und ganz so, wie es im Forum beschrieben ist, hat das jetzt mit dem Rausholen da nicht funktioniert. Aber okay. Sieht gut aus. Ich denke, das wird. Ich gebe denen ein, zwei Wochen, dann schießen die bestimmt in die Höhe. Hier haben wir Südseite, da stellen wir die hin und dann werden die sich freuen, lecker Licht mampfen. Ich bin auch nochmal sehr gespannt von den ganzen Experten zu hören, wie das jetzt mit der Zeit jetzt hier so ist. Ich habe gelesen, dass wenn man zu lange wartet, dass die in so einen Wachstumsstopp kommen. Wenn man sich das Alter der Pflanzen anguckt und auch wie die jetzt aussehen, dann kann man wohl ganz klar von diesem Wachstumsstopp reden. Mal gucken, wie lange die brauchen, bis sie da jetzt wieder rauskommen. Hey Leutchen, ich habe aktuelle Infos, gute Neuigkeiten. Ja, heute ist jetzt schon der 11.6., also schon wieder fast 3 Wochen seit dem Umtopfen-Video. Die Zeit vergeht zu schnell, aber egal, jetzt habt ihr eine ganz aktuelle Info, denn heute lade ich das Video auch noch hoch. Ich bin endlich zum Schneiden gekommen. Und ja, seht ihr das hier, dieses schöne Bild, das war am 1.6. Und dieses Bild hier ebenfalls. Also die Chilis waren sehr, sehr schnell, also sie haben sich quasi schon einen Tag nach dem Umtopfen ging das schon los und sie sind also quasi instant aus diesem Wachstumsstopp rausgekommen. Oh, ich war so erleichtert. Natürlich bin ich immer noch an den Infos interessiert von den Leuten, die sich da besser auskennen. Und jetzt hier noch dieser Videoclip, den ihr jetzt hier gerade seht, das habe ich gestern. Da hat die Sonne gerade noch ein bisschen schöner geschienen als heute und ja, also es passiert was. Sie gehen jetzt unglaublich in die Höhe. Dani hatte völlig recht. Es ist der Wahnsinn, wie die jetzt abgehen. Und ja, also wisst ihr auch, wie sie jetzt gerade aussehen. Und wie schon gesagt, jetzt ja, dauert's noch knapp weitere 3 Wochen und dann werden wir uns auch schon an das Düngen machen. Ich habe ebenfalls mit Dani bereits aufgezeichnet das Ketchup-Test-Video. Das wird also auch demnächst kommen. Gut, das war's jetzt wirklich. Wir sehen uns im nächsten Chili-Vlog. Macht's gut. Bis dann.